Guten Morgen, Leute. Ich melde mich jetzt das erste Mal richtig ordentlich hier. Sorry für den gestrigen Vlog nochmal, wenn alles ein bisschen chaotisch war. Ab heute geht es jetzt richtig los. Ich bin jetzt auch schon ganz gut angekommen in Japan. Das ist natürlich hier wieder in der Bude vom Nikolas. Ich werde jetzt keinen Roomtour machen. Ich werde euch aber das Video verlinken, in der ich eine Roomtour hier gemacht habe, da ich hier ja schon mal war. Für alle, die es noch nicht gesehen haben und für alle, die meine erste Japan-Reihe noch nicht gesehen haben. Link ist gleich unten in der Beschreibung. Wir haben jetzt schon mal gekocht, beziehungsweise Nikolas hat was gekocht. Und übrigens seht ihr hier noch die Bescherung von gestern. Also wir haben mit den beiden anderen Freiwilligen so eine kleine Bescherung gemacht und da ist ein bisschen was zusammengekommen. War ganz witzig. Und dass hier jetzt ein bisschen kalt ist, würde ich sagen, schauen wir gleich mal in das Zimmer hier rein. So, guten Morgen. Wir haben hier schon Essen. Ist ja ziemlich gut. So schmeckt gut. Morgen genau das gleiche. Aber jeden Morgen. So, ja, so Ei und einfach Reis und es geht richtig schnell und schmeckt ja, richtig gut. Nice. Wir haben 9 Uhr. Wann sind es vielleicht? Viertel nach 3 oder 3? Ja. Ich gönne mir jetzt das leckere Essen hier und dann werden wir planen und heute geht's auf nach Osaka. Wir haben es jetzt aus dem Haus rausgeschafft. Dann kam so eine nette Nachbarin vorbei und hat die irgendwie zur Ewigkeit was geschwätzt mit dem Nikolas und ich hatte es nicht verstanden. Ich dachte, die hat irgendwas erzählt, was wir machen sollen oder keine Ahnung so. Aber jetzt darfst du mal erzählen, wie Japaner eigentlich wirklich draußen sind, wenn man die versteht, dann ist nämlich alles also, ganz anders. Das Ding ist halt, sie hat mich halt so voll gelabert. Ich habe so getan, als ob ich nichts verstanden habe, weil es war eine Beschwerde. Es war, dass wir immer so richtig laut sind. Also ich kann es bestätigen, wir sind immer richtig laut. Und also wir haben halt Musik, wir telefonieren am Abend, ich habe eine Bluetooth-Box natürlich. Geht an den Abenden schon manchmal ab. Ja. Sorry, ich verstehe nicht so ganz. Ich habe komplett alles verstanden. Ja, und also uns ist relativ egal, glaube ich. Unsere Vermieterin chillt halt auch relativ. Mhm. Weil, ja, keine Ahnung. Aber es ist, also sie hat es schon richtig hart gesagt. Und harte Worte. Nicht mehr so typisch nett japanisch. Es war so, so wie Japaner manchmal sind, wenn sie aggro sind. Okay. Ja. Für mich hat sich das irgendwie gar nicht so böse angehört. Ich dachte, sie erzählt irgendwas Lustiges. Sollen wir da reingehen? Ja, das sind viele. Hat die offen? Ja, ist gratis. Ja, dann schauen wir doch mal rein, wie sagt die Frau rein. Hier beim Sake testen und wie war es? Ja, Sake halt. Sake halt. Also, ich fand, ich habe schon mal Sake getrunken quasi im Restaurant. Und der schmeckt jetzt deutlich besser. Ja, das schmeckt eigentlich nicht schlecht. Also, ich finde es nice. Kann man noch mal probieren. Ich probiere die jetzt einfach mal. Der ist eher so ein bisschen süßlicher, oder? Schmeckt wieder anders, oder? Ja? Schmeckt sehr anders. Und das ist der teure. Das ist der teure. Wie viel Prozent hat der? 8%. 8%? Der hier? 10%. Ah. Also da gibt es nur die zwei. Also einmal im Tetrapack und einmal in der Flasche. Fazit. Ja, sag es ist nichts für mich. Okay. Ich fand's gut. Would you try this? We have already tried. Which? Mo, yatemimashita. Hi. Wir gehen jetzt wieder in den schönen Beauty-Supermarkt. Der ist immer noch so wie früher, ey. Hat sich nichts verändert. Und zwar muss ich jetzt noch mehr Sake einkaufen, weil ich habe ein paar Leuten versprochen, dass ich was mitnehme. Grüße an die Leute, denen ich das versprochen habe. Genau, und dann kaufen wir noch ein paar Süßigkeiten ein und was zu trinken für heute. Vielleicht erstmal eine Empfehlung für eine Tee-Kit-Kat. Das nehmen wir als erstes mal mit gleich. Weltberühmt. Also wir haben hier diesen leckeren Fisch. Das ist einfach nur so als Gag. Der wird eh keinem schmecken. Genauso wie die Bonbons, das sind so Matcha-Bonbons. Dann, das hier ist dann noch so, damit die Leute auch noch was haben, was denen wirklich schmeckt. Bambuszeug. Und jetzt sind wir hier noch in der Abteilung des billigen Abfüllens hier in Japan. Hier so ein 3-Liter-Pack. Den nehmen wir jetzt mit.
Japan gibt es hier in bestimmten Regionen ja gar keinen Schnee und auch gar kein Eis. Zum Beispiel Kobe. Das kann uns der Pferdekaster von Lietzing, oder? In Kobe gibt es gar keinen Schnee und gar kein Eis. Nein. Kobe gibt es keinen Schnee. Auf jeden Fall haben die deswegen hier so ein Schlittschuhteil aufgebaut mit der Stadt. Wir haben uns gedacht, dass wir jetzt noch eine kleine Exkursion Richtung Weihnachtsmarkt machen. Und hier steht einfach, willkommen zum Weihnachtsmarkt. Ich kann hier tatsächlich mal was lesen. Und eigentlich müsste ich mich jetzt wie ein Einheimischer fühlen. Aber ich fühle mich trotzdem nicht wie ein Einheimischer. Hier sieht man schon das Karussell. Mal schauen, ob wir hier noch ein paar deutsche Wörter finden. Oder ob es nur für willkommen zum Weihnachtsmarkt reicht. Anscheinend gibt es hier auch noch so einen riesen Weihnachtsbaum. Und ich bin echt mal gespannt, wie es aussieht. Also, die Japaner sind einfach schon verrückt. Die feiern wirklich jedes Fest. Ob die jetzt damit was zu tun haben oder nicht, einfach mal ein bisschen feiern. Hier gibt es sogar Bitburger. Ja, und da sind solche Lebkuchenhäuser. Da ist der Weihnachtsbaum. Ah, nice. Nice, lass mal hingehen. Hier ist der riesengroße Weihnachtsbaum. So. Okonomiyaki irgendwas. Okonomiyaki irgendwas. Also hier gibt es wieder diese Pfannkuchen mit Füllung. Und in Japan ist ganz lustig, dass man sich vor dem Restaurant hinsetzen darf und warten darf, bis das Platz frei ist. Und das ist halt hier wieder dieses riesen Kaufhaus. Gestern waren wir hier auch drin, wollten essen, habe ich nicht gefilmt. Da war noch mehr los an Weihnachten. Und heute ist auch viel weniger los, oder? Ja, deutlich weniger. Da kann man eigentlich sofort reingehen. Wir versuchen jetzt Richtung Hauptbahnhof zu kommen. Hier ist wieder richtig viel los. Da können wir auf das Dach drauf gehen. Wir sind jetzt auf dem Umeda Sky Building. Nein, auf dem Bahnhof. Bahnhofsgebäude. Hä, wo das jetzt? Das hier ist das Umeda Sky Building. Achso. Wir sind ja, gerade auf dem Bahnhof. Korrektur, wir sind gerade auf dem Bahnhof. Und hier hinten haben wir den Fluss, bei dem wir vorher waren, beziehungsweise heute Vormittag. Hier unten den Weihnachtsmarkt. Also unter diesem Umeda Sky Building war ja dieser Weihnachtsbaum und da in der Ecke hier war eben auch der ganze Weihnachtsmarkt. Da hinten haben wir die Berge und das Meer müsste hier irgendwo sein. Kurzes Zwischenupdate. Ich habe ein bisschen geschlafen, also ich bin gerade ein bisschen gechatlaggt. Beziehungsweise eigentlich ist es kein mehr Chatlag das Problem, sondern dass ich einfach viel zu wenig geschlafen habe. Ich habe nur 5 Stunden geschlafen, viereinhalb. Und im Flieger habe ich auch gar nicht geschlafen. Jetzt wollen wir uns noch mit ein paar Leuten treffen. Einmal mit so ein paar, mit den beiden anderen Freiwilligen noch. Und dann noch mit so ein paar Freundinnen von Lager. Wir nehmen jetzt dann die Bahn. Gerade hier was im Essen zu haben, das ist hier voll die verrückte Gruppe irgendwie. Aber es ist lustig. Okay, I'm Kira and we are in the karaoke. Hello. Let's start.